Hallo allerseits, mein Name ist Andreas Neuner. Ich kümmere mich um die Produktentwicklung und die ganze Forschung und Entwicklung bei Nanolex, mache die ganze Reinigungschemie und die Coatings. Ich freue mich ein bisschen, euch was darüber zu erzählen, wie die ganzen Sachen funktionieren, was da die Unterschiede so sind. Von meinem Hintergrund her habe ich Human- und Molekularbiologie studiert. Später habe ich mich dann auf Stoffwechsel spezialisiert, wo wir alles im Leben so kommt, bin ich irgendwie bei der Fahrzeugpflege gelandet, was auch sehr viel Spaß macht. Okay, in dieser Videoserie werde ich jetzt ein bisschen auf Reinigungsprodukte und Versiegelungen von uns eingehen und wir werden das in 5er-Packs machen sozusagen. 5 Produkte auf einmal, über die wir reden und dann den Rest gibt es in der nächsten Serie. Das erste Produkt, worüber wir uns ein bisschen unterhalten, ist der Tar Remover, also Tarentferner. Was bei dem Produkt zu sagen ist, es ist ja grundsätzlich nicht nur gegen Tar einzusetzen. Das ist natürlich so die Haupt, sag ich mal, Kontamination, gegen die es halt sehr wirksam ist. Es funktioniert aber auch gut bei Klebstoffresten, Aufkleberreste, Baumharz, sonstige Verschmutzungen, die halt an für sich eher nicht so wasserlöslich sind. Das Produkt basiert quasi auf einer ausgeklügelten Mischung aus Isoparaffin, Kohlenwasserstoffen und Tensiden. Verdampft also rückstandslos, es hinterlässt nichts zurück. Falls irgendjemand auf die Idee kommt, auch Böden damit sauber zu machen. Werkstätten funktioniert auch ganz gut. Was wichtig ist, dass die Oberfläche, auf die es angewendet wird, wasserfrei ist, also trocken. Da das Zeug ja nicht mit Wasser mischbar ist, von der Dichte her ist es leichter als Wasser, schwimmt also immer wie Öl an der Oberfläche. Und somit, wenn das Auto nass ist oder auch irgendwie zum Teil mit Wasser bedeckt, dann kommt das Produkt nicht in Verbindung mit den Sachen, die es entfernen soll und kann dementsprechend auch schlecht wirken. Einsetzbar ist es auf allen Oberflächen, es ist überhaupt nicht aggressiv. Das Einzige, worauf zu achten ist, vielleicht, wenn man das Indoor einsetzt, nicht dabei rauchen. Warum das Mittel gegen Teer, Harze und so weiter so wirkungsvoll ist, halt Tatsache, dass diese Sachen dazu neigen, halt mit der Zeit zu verhärten. Das wären ja richtige Krusten, vor allem was Baumharz angeht und sowas. Die sind nicht wasserlöslich. Das heißt, wenn man Wasser drauf macht, dann wird nichts angelöst, weil sich da einfach nichts tut. Solche Sachen sind eben lösemittelbasiert, wie ich vorhin erwähnt habe, Isoparaffine, Paraffine, Kohlenwasserstoffe. Wobei das Zeug aromatenfrei ist. Darauf werde ich später ein bisschen eingehen, wenn es um die Coatings geht, um die ganzen Aromatengeschichten. Dementsprechend werden diese ganzen Rückstände halt durch diesen Teerentferner halt, sag ich mal, erst aufgeweicht, verflüssigt und dann gehen sie einfach auch mit Wasser weg. Auch wenn sich mischen, die Emulsion wird halt weggespült. Gut, das nächste Produkt, der Insektenentferner. Beim Insektenentferner gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, wie solche Produkte formuliert werden. Einerseits behaupten manche Leute Insekten, die halt zum Großteil aus Eiweiß bestehen und aus Chitin. Da muss man unbedingt enzymatisch rangehen. Macht auch Sinn, durchaus. Aber meiner Meinung nach ist es nur begrenzt sinnvoll in der Autopflege. Das macht eher Sinn, bei Waschmitteln, Klamotten und sowas Enzyme einzubauen. Denn Enzyme sind erstens sehr substratspezifisch. Das heißt, ein Enzym arbeitet am liebsten mit einem bestimmten Substrat, am Schlüssel-Schloss-Prinzip, passt nur eins in das andere. Enzyme sind sehr temperaturabhängig, das heißt, bei unterschiedlichen Temperaturen arbeiten sie sehr unterschiedlich, mal gut, mal weniger gut. In der Regel hat man die Insekten nur bei der warmen Jahreszeit, aber je nachdem, wie warm es ist, arbeitet er besser oder schlechter und das ist eine Sache, die eigentlich umgangen werden soll. In der Autopflege, die Sachen sollten immer funktionieren. Andere Ansätze beim Insektenentferner sind halt über starke Säure oder Alkalinität reinzugehen. Ist auch ein Ansatz, der bedingt halt funktioniert. Diese Sachen sind dann nicht nur aggressiv zu den Insekten, sondern zu den ganzen anderen Oberflächen, mit denen sie in Berührung kommen. Und der dritte Ansatz, den wir uns ausgesucht haben, sage ich jetzt mal, ist ein Produkt so zu formulieren, dass man das Problem von verschiedenen Seiten anknabbert. Die Insekten, die sind dann zum Teil eingebacken, das heißt hart verkrustete Rückstände, die halt durchaus Chitin und Eiweiß enthalten, die gilt es als erstes halt von der Oberfläche zu lösen. Und dazu kann man Alkalinität benutzen, Tenside, und Lösungsmittel. Das Produkt ist lösungsmittelfrei, das heißt, die Arbeit hier wurde völlig und allein durch Tensidmischungen erreicht und das war auch mein Hauptanliegepunkt. Das Zeug soll nicht aggressiv sein, es kann auf allen Oberflächen eingesetzt werden, ob es jetzt Glas ist, Plastik oder Lack. Durch eine geschickte Mischung von hydrotropen Tensiden, die quasi den Schmutz unterwandern und eine ausgeklügelte Tensidmischung, die das Ganze wegträgt und aufschäumen lässt, halt, damit sich nichts wieder anlagert an den Lack oder an die gereinigte Oberfläche, scheint das Produkt ganz gut zu funktionieren. Als nächstes reden wir ein bisschen über das Microfiber Wash.
Ich meine, glaube ich, muss keinem erzählen, der mit Autopflege zu tun hat, dass ohne Mikrofasertücher nicht viel passiert. Und deswegen soll man auch gucken, dass diese Mikrofasertücher halt erstens sauber sind. Das wissen alle Detailer, immer neues Tuch nehmen, je nach Produkt und so weiter und so fort. Und zweitens, sie sollen sehr funktionsfähig sein. Um jetzt ein Mikrofasertuch funktionsfähig zu halten, soll man auch ein geeignetes Waschmittel dafür benutzen. Die Mittel, die man, sag ich mal, im Großhandel kauft oder in Kleidung sehr geeignet sind, die haben alle bestimmte Eigenschaften. Und zwar, die Kleidung soll sich weich anfühlen, deswegen ist überall ein Weichmacher drin. Sie soll auch gut riechen, deswegen ist ein Duftstoff drin. Und die Farben sollen strahlen und hell sein, deswegen sind Aufheller oder Brightener drin. Das sind alles, sag ich mal, Substanzen, die nur dann funktionieren, wenn sie im Stoff zurückbleiben. Der Duft duftet nur dann, wenn er im Stoff zurückbleibt. Und genau das will man bei einer Mikrofaserwaschmittel nicht haben. Die Mikrofasertücher sollen rückstandslos sauber sein, aber wirklich rückstandslos in dem Sinne, das Waschmittel oder das Reinigungsmittel soll auch keine Rückstände hinterlassen, denn diese verkleben dann diese Mikrokapillarstrukturen, die halt dem Mikrofasertuch wirklich seine Funktion verleihen. Mit der Zeit verkleben und verpappen die immer mehr und dann hat man ein Tuch, das weder groß aufnahmefähig ist noch gut reinigt. Und durch diese Mini-Verklebungen hat man auch Verhärtungen drin, die zum Teil auch weiche asiatische Lacke kratzen können. Hier ist nichts davon enthalten und was man zu dem Produkt noch erwähnen kann, ist, es ist vollkommen oder vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen formuliert. Das heißt, die ganzen Tenside, die drin sind, sind pflanzenbasiert und somit ist es ein reines Bio- oder Greenline-Produkt. Als nächstes reden wir ein bisschen über das Pure Shampoo. Das ist ein Maintenance-Shampoo, auch basierend hauptsächlich auf nachwachsenden Rohstoffen. Und noch interessanter ist es hier, es besteht fast nur aus Rohstoffen, die in der Kosmetikindustrie verwendet werden. Also mit dem Shampoo könnte man problemlos sich die Hände waschen oder duschen. Es hat auch für Autos eine extrem gute Reinigungswirkung und einen sehr angenehmen Gleiteffekt. Der Waschhandschuh gleitet richtig angenehm in den Lack, man muss keinen Druck aufbauen. Er schäumt sehr gut, der Schaum ist auch stabil, je nach Konzentration, je nachdem wie stark das eingesetzt wird, kann man durchaus enorme Schaumausbeuten generieren, sage ich jetzt mal. Es ist pH-hautneutral, das heißt, Handschuhe muss man nicht verwenden und die Hände erhalten einen angenehmen rückfettenden Effekt durch die Tensidmischung, die hier verwendet wird. Es ist frei von Lösungsmitteln und auch frei von Konservierungsstoffen, das heißt, ein reines Bioprodukt. Das nächste Produkt, was wir heute vorstellen wollen, ist das Essi 3D. Eine Keramikbeschichtung und da es auch eine Nanobeschichtung ist, will ich zuerst ein bisschen auf diesen Nanobegriff eingehen, weil er oft halt mit wenig Wohlwollen aufgenommen wird. Und zwar ist es der Definition nach, sprich mal über Nanotechnologie, wenn einerseits die verwendeten Produkte Nanopartikel enthalten, so wie es zum Beispiel in Sonnencremes ist oder in Ketchup, da sind Unmengen von Nanopartikeln drin, damit der Ketchup zum Beispiel, da setzt sich ja nichts ab, alles bleibt in der gleichen Schichtung, bei der Sonnencreme ist es ähnlich. Da benutzt man Titandioxid als Nanopartikel, die drin sind, um halt UV abzufangen. Da sind Nanopartikel drin, da kann man nicht drum herum reden. Die andere Möglichkeit ist, wenn durch das Einsetzen des Produktes eine Schichtdicke zwischen einem und 100 Nanometer entstehen, dann spricht man auch von Nanotechnologie und das ist in dem Fall zutreffend. Wenn man diese Beschichtung auf eine Oberfläche aufbringt, dann je nachdem, wie viele Schichten man aufträgt, erreicht man eine Schichtdicke von zwischen 2 und 10 μ und somit passt es in diesem Begriff Nanotechnologie. Was diese Beschichtungen bei Autos machen, ist relativ einfach. Es ist ein zusätzlicher Schutz für den Lack. Viele sprechen jetzt von dieser Kratzfestigkeit und Härte. Ja, die ist durchaus gegeben, aber man muss immer im Hinterkopf behalten, die ist sehr, sehr stark abhängig von dem Untergrund, auf dem das aufgetragen wird. Wenn als Untergrund ein sehr weicher japanischer Lack benutzt wird, der von sich aus eine sehr niedrige Kratzfestigkeit hat, dann kann eine Beschichtung, die 3 oder 5 Nanometer dick ist und drüber liegt, die Erwartungen nicht erfüllen, dass diese Kratzfestigkeit großartig gestiegen wird. Es ist immer nur sehr stark an dem Untergrund gekoppelt. Wenn man einen modernen, neuen, sage ich mal, Keramiklack benutzt, der sehr hart ist und diese Beschichtung aufträgt, dann erreicht man durchaus eine hohe Kratzfestigkeit. Und wenn man das auf unlackiertem Metall aufträgt, dann erreicht man natürlich die höchste. Das ist so ein bisschen der Krux, mit dem die Leute spielen, halt wenn sie diese Produkte vermarkten. Also Kratzfestigkeit und diese Zahlen 9H und 6H und 8H, das ist eigentlich ein Begriff, den kennt man von Bleistifthärten. Aber es ist mir selten untergekommen, dass es Bleistiftspitzen geregnet hat und die dann die Autos zerkratzt hatten.
Von daher, Kratzfestigkeit ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Sie ist durchaus gegeben, aber wirklich kontextabhängig. Das andere, was durchaus Sinn macht und warum die Produkte meiner Meinung nach hauptsächlich eingesetzt werden, ist der Easy-to-Clean-Effekt. Durch die hydrophobe oder hydrophile Oberfläche, die man kreieren kann, je nachdem, was für ein Produkt man benutzt, erreicht man eine Oberfläche, die halt entweder mit Wasser einen sehr großen oder sehr kleinen Kontaktwinkel bildet. Und dementsprechend ergeben sich Eigenschaften, die halt das Reinigen dieser Oberfläche extrem erleichtern. In dem Fall beim SC3D, das ist eine hydrophobe Beschichtung, das heißt der Kontaktwinkel ist groß, über 110 Grad. Und somit haben Schmutzpartikel eine viel, viel geringere Chance halt anzuhaften. Oder wenn sie anhaften, sind sie viel leichter zu entfernen. Man braucht viel mildere oder weniger aggressivere Waschchemie, was auch ein Vorteil ist für das ganze Auto. Und die Reinigungszyklen werden halt stark verlängert. Wenn man mit dem Auto trotz Beschichtung in die Autowaschanlage fahren will, ist es kein Problem. Ich meine, natürlich ergeben sich nach einer Weile Gebrauchsspuren der Waschanlage sozusagen, Hologramme und Kratzer. Aber das liegt nicht an der Beschichtung, das liegt auch nicht an der Waschanlage, sondern liegt einfach daran, dass oft im Waschwasser halt Sandpartikel enthalten sind oder Verschmutzungen. Oder dass die Bürsten halt irgendwelche Schmutzanhaftungen haben, die dann das Auto zerkratzen. Was noch interessant ist bei Coatings sind bei der Formulierung, weil ich meine, die sind alle lösungsmittelbasiert. Es gibt wahrscheinlich auch wasserbasiert, aber mir sind nicht viele untergekommen bis jetzt. Und bei den Lösungsmitteln ist es halt so, da gibt es protische und aprotische Lösungsmittel. Die aprotischen, die sind völlig wasserfrei. Das sind die, die hier bei solchen Coatings verwendet werden. Und die aprotischen Lösungsmittel, die am besten funktionieren, sind leider die Aromaten, wie Toluol und Xylol. Problem damit nur, sie sind stark krebserregend und erbgutschädigend. Für mich Grund genug, sie nicht zu verwenden. Das heißt, unsere Coatings und vor allem das SC3D, sowie auch das HD und das Headlight, sind völlig aromatenfrei. Keine aromatischen oder polyzyklischen Kohlenwasserstoffe, nur Acetate oder andere Lösungsmittel und somit einen enormen Sprung in Richtung Verbraucherschutz. Wenn man das Produkt aufträgt, es nimmt Feuchtigkeit aus der Atmosphäre, aus der Luft auf und dann passiert erstens eine Hydrolyse, das heißt ein Molekül wird dementsprechend durch eine Hydrolyse löst sich, entsteht eine freie reaktive Gruppe und die zweite Reaktion ist eine Kondensation, das heißt einzelne Monomere verbinden sich zusammen und bilden ein Polymer und deswegen wird hier bei diesem Produkt auch diese 3D-Matrix, wie wir sie nennen, halt ausgebildet, weil die Polymere sich nicht nur zweidimensional, sondern auch in die Höhe ausbilden, das heißt dreidimensional und deswegen auch die beobachtete Schichtdicke und die damit verbundene Farbvertiefung bei dem Produkt. Das heißt, kein UV-Licht notwendig, keine Isocyanate, die hochgiftig sind, um Cross-Verlinkungen zu erschaffen. Das passiert ja alles von selbst, nur mit ein bisschen Hilfe von Feuchtigkeit aus der Luft. Wenn zu viel Feuchtigkeit zu schnell drankommt, sprich Wasser oder irgendein Finishing-Spray, was manche meinen, danach drauf zu machen, das ist nicht gut, denn die Kristallbildung oder die Kristallisation passiert dann viel zu schnell und wird spröde. Es braucht ein bisschen Zeit, um diese Polymere auszubilden. Was immer hilfreich ist, ist natürlich Wärme bzw. Hitze, dann verkürzt sich einfach die Zeit, bis das Produkt ready to touch ist oder auch bis man dem Kunden das Auto zurückgeben kann. Und da würde ich vorschlagen Infrarotbeleuchtung, weil die Wärme bei Infrarotbeleuchtung halt von unten nach oben quasi generiert wird und nicht von oben nach unten wie bei normaler Hitze, die man appliziert. Und somit sind die Lösungsmittel, die hier enthalten sind, besser in der Lage halt von unten zu evaporieren. Das heißt, nach ungefähr 24 Stunden sind etwa 90% der Lösungsmittel schon verdampft und nach einer Woche, nach 7 Tagen, ist das Produkt in der Tat vollkommen 100%ig ausgehärtet und polymerisiert. Von daher empfehle ich dann die erste richtige Autowäsche erst nach einer Woche.